So. Kane Delirium. Wird das was? Mal schauen. Das ist der Pinken Hound. Okay, der geht ja aber noch, ne? Besonders mit Gemini ist der, glaube ich, ganz cool. Fuck. Okay. Speed up, das war's aber auch schon. So. Ja, Gemini ist schon geil. Gerade für den Anfang. Später macht er, glaube ich, nicht mehr so viel Damage. Ich glaube nicht. Ich glaube, der skaliert nicht mit unserem Damage. Aber für sowas hier ist natürlich göttlich. So. Und für die Teile ist auch ganz cool, der Gemini, ne? Da haben sich etwas einfallen lassen. Ich find's super. Ja, so ein blaues Herzchen wird jetzt mal angebracht. Immer noch nett. Komm, eine Münze noch und dann ab in den Shop. Okay, Bombenimmun. Oder das Jumpbook. Na, mal gucken, wir nehmen das Jumpbook mit. Eine böse Kiste. Ich erkenne es mittlerweile. Ah, muss ich echt was raussprengen. Jo, das ist echt super nützlich. Oh. So. Aber es ist halt geil, wenn du das andere hast. Das andere Buch, was da gedroppt ist, und kriegst dann Brimstone. Dann ist das schon sick. Ich will ja nicht irgendwas machen, ich will ja Delirium machen mal wieder. Wo kam dieser Viererschuss gerade her? Nein, ich habe keinen Brimstone. Aber wenn ich Brimstone bekomme. Och, Mensch.
Der ist doch ganz klar an mir vorbeigelaufen. Ja, klar. Danke für den Follow. Ich guck gleich mal, wie du heißt. Ich kann es gerade noch nicht lesen. Ich muss erstmal den hier noch blätten. Nicht jetzt, ich hab's gewusst. Ah, Kiri, hi. Herzlich willkommen. Vielen Dank für den Follow. Wir konnten jetzt nichts machen, ne? Was soll ich machen? So. Das ist doch schon mal nett. Und das hier kann ich rerollen eventuell. Gut. Okay, ich kann es definitiv rerollen. Ich brauche nur eine Bombe. Ich muss halt gucken, dass ich jetzt keinen Damage bekomme. Das heißt, ich sollte auch mal eigentlich in den Shop reingehen, ne? Eigentlich erstmal in den Shop reingehen. Ja, ich weiß, dass das gut Schaden macht, Devil, aber das macht mir auch gut Schaden. Ich mag das Item einfach nicht. Mir gefällt es gut. Ich finde es sehr, sehr schwer. Ach, da unten wäre auch ein Dings gewesen. Ist dann aber auch eine Bombe zu kaufen? Nee. Ich finde es sehr, sehr schwer. Aber ist schön. Gut, dass es schwer ist. Also ich finde es gut, dass es schwer ist. Es könnte ein bisschen mehr Content haben. Aber es wird wahrscheinlich noch ein Haufen Content kommen durch die Community. Durch die ganzen Mods, die hier erstellt werden. Und dann wird es halt wahrscheinlich richtig geil. Wenn man sich Antibirth anguckt, was da schon gemoddet wurde. Aber ich muss sagen, es ist nicht so toll designt wie Antibirth. Antibirth, die haben das schon gut gemacht, ne? Mit zwei Tage bevor das Addon rauskommt, oder eine Woche bevor das Addon hier rauskommt, oder die Mod rauskommt, oder bevor das Addon rauskommt, die Mod rausbringen, haben sie schon geil gemacht. Ich habe immer noch keine Bombe. Jede Münze hilft, aber ich brauche eine Bombe. Scheiße. So. Nein, falsch. Sogar zwei Bomben. Hatte ich vorher schon eine Bombe? Ich kann nicht mitbekommen. Spawner finde ich gar nicht so schlimm. Es gibt ein paar andere Rollen, die finde ich schlimm. Und ich finde den Creedia-Mode Wahnsinn. Ja, das stimmt. Ist halt was anderes. Da hat Unlucky auch recht. Neue Ebendesign ist wahrscheinlich nicht so... Super. Ich bin dabei. Ich weiß gar nicht, was ich gerade sagen wollte. Ich bin auf jeden Fall dabei. Oh, ein Traum. Sehr gut. Delirium, wir kommen. Wo bleibt der Holy Shot? Macht hier White Shot? Verhindert. Nee, da war ein Holy Shot gerade, oder? Ja, da ist er. Gut. Oh, er hatte schon Angst, dass das nicht funktioniert.
So, eben abgefarmt, ne? Bosse können kommen. Sinnvoll. Zum Glück war es nichts anderes. Sinnvoll ist natürlich ein mächtiges Damage-Up. Das Teil will ich gar nicht. Oh, ich liebe Holy Shot. Aber wer nicht, ne? Tschüss, Devil Deal. Ich gehe erstmal in Devil Deal. Ganz ehrlich, nehme ich die Pille jetzt nicht mit. Also das Teil hier nehme ich nicht mit. Nein. Ja, also man muss sagen, der Schwierigkeitsgrad ist wirklich extrem gestiegen, meiner Meinung nach. Also Delirium ist hart. Und die können wir auch mitnehmen. Delirium ist hart und der Greedier Mode ist hart. Die Challenges sind recht hart. Ist schon Respekt. Also du musst schon wissen, wie du spielst, um richtig stark zu werden. Einfach nur die spielen reicht nicht mehr so ganz. Bumbo. Wieder XL. Chaos. Wir sparen mal auf Chaos, oder? Holy Shot ist so OP manchmal. Und Luck Up. So, die haben wir auch. Was ich gut finde, ist, dass nichts Neues dazugekommen ist auf Zeit. Das freut mich wirklich persönlich am meisten. Ich hasse es, auf Zeit zu spielen. Da bin ich zu alt für. Hoppa, hoppa, hoppa. Achtung, Achtung. Holy Schuss hat noch gesessen, geil. Ja, die halten, wenn sie geschlossen sind, schon zwei von diesen Holy Shot-Dingern aus. Das ist schon mächtig. Die sind auch fies, die Spinnen, muss man ehrlich sagen.
Uiuiui. Sehr schön. Da unten ist der zweite Itemraum. Gnadleaf ist schon geil. Kann man was draus basteln? Aber ich will was anderes. Oh, ich will auch keine 25 Coins. Ich will auch keine Bomben. Ja. Das ist doch geil. So, was haben wir hier? Ein Raum. Jetzt fliegen die Holy Schüsse schön weit. Ja, die Pilze sind geil, ne? Ja, mit dem Analogstick kannst du, wenn du jetzt oben und rechts drückst, kannst du so schräg schießen. Wenn das der ist. Relax. Ist okay, aber... Lockdown. Das Höschen hier. Okay, es gibt nochmal Full Health. Den großen Raum mache ich jetzt nicht. Wir haben ja beide Itemräume, oder? Ja. Dann gehe ich nochmal in den Shop. Ups. Gehe ich nochmal in den Shop. Echt, der hat genauso viel Tiersop wie Cancer? Okay. Das habe ich nicht gewusst. Ah, nice. Ah, ist damaged. Dann ist hier nichts drunter. Dann ist hier einfach nur Weg nach unten. Wenn es damaged ist. Und ich kann auch nicht ans Bett ran, ne? Ne. Schade. Hätte ich dann eh machen müssen, bevor ich, hier wollte ich nochmal rein. Ach, Chaos, stimmt. Chaos mitnehmen. Für den Spaß. Ich kriege jetzt jedes Mal Bomben zurück. Und doch nicht jedes Mal. Oh, das ist ja auch nett. Das können wir auch mal mitnehmen. So. Lass das Herzen hier mitnehmen. Ich hätte gerne noch irgendein Buch, damit ich dauerhaft Herzen generieren kann. Schade. The Fall, natürlich. Ja, nehmen wir halt mal mit, ne? Zwei oder einer? Oh, ist Pin noch dabei, okay. Ich habe gar nicht drauf geachtet, was da stand. Gut. Ja, das ist halt so, ne? Das hat jetzt Homing Bombs. Natürlich nicht. Das ist halt der Nachteil von Chaos. Erstmal den hier weg. Ja, das ist schon in Ordnung.
Ah, fuck. Mom's Rig ist auch gut. Mom's Rig ist super. Aber das andere ist auch fett. Das ist umso übler. Das ist das unnötigste Item im ganzen Spiel, meiner Meinung nach. Das hat nie einen Sinn. Okay. Danke, Creed. Wie, ich kann beides nehmen? Wie soll ich denn beides nehmen können? Ach, es stimmt, es war gar kein Item im Raum. Gottes Willen, Dankeschön. Ich bin vorher fest von einem Doppel-Item-Raum ausgegangen. Danke. Ja, es sind so Brainlegs. Danke. Oh Mann. Ist das schon wieder XL? Ne, Curse of the Maze haben wir, okay. Blank Card mit Emperor. Naja, bringt mir nicht wirklich viel, ne? Ich mach lieber Mami ohne HP-Verlustblatt. Hat ist natürlich auch geil, wenn du das Richtige dazu hast, irgendeine fette Pille oder so. Eine fette, wie heißt's? Rune oder so, ist das schon geil. Okay. Oh Gott. Ich muss ja irgendwie durch. Dann kommt sowas. Danke. Oh Mann. Ja, ohne Schaden zu bekommen, ne? Ja, wenn man sich konzentriert, geht das. Und dann kommt so ein Scheiß. Was willst du machen? So. Es
Könnte aber auch mal ein Devil Deal kommen. Oder was Gescheites, ne? Eben auch wieder nix. Ach, die Deppen. Die Deppen. Oder hol du dir den mal? Genau. Tankdeps 2, ja komm dann. So. Was haben wir hier noch? Luck. Okay. Ach echt? Niemals. Relax, einfach die geilste Pille. Paralysis. Okay. Das ist schon sick, ne, das Item. Hey, könnte auch sein. Ne. Item Raum brauche ich noch. Das ist schon ultra hart, das Item. Das muss man ja schon sagen. Macht er das auch bei Bossen? Ich glaube nicht, ne? Geil. Eine Joker-Karte, bitte. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich habe so viele Herzen, das kann ich nicht machen. Oh, und hier können wir uns noch was Schönes aussuchen. Das ist doch nett. Ich nehme es gleich. Damage up. Ist zwar nicht so viel, aber wer weiß, was noch kommt. Was bringt, ansonsten wieder gesprengt. Hallo. Das ist ja mal nett. Stimmt, das ist ja durch Chaos, ne? Kann ich das ja alles bekommen. Es lohnt sich schon manchmal in die Itemräume zu gehen, ne?
hier noch was? Nee. Na gut, kann ich auch noch mitnehmen. Wumpe. Judas Town Emperor. Ich bin jetzt, ich fühle mich noch nicht so stark, dass ich jetzt zu Delirium kann, ne? Kann ich da rein? Nach 23 Minuten? Jetzt nimmer. Warum konnte ich da rein? Ja, Bumbo, ich bin so. Warum konnte ich eben in den Dings rein? Gab es da noch was Neues? Und ich hab's jetzt verpeilt. Scheiße. Ne? Ich konnte noch 23 Minuten in den Dingsraum da rein. Ach, weil die Bombe hat mir den geöffnet. Ah, alles klar. Und warum habe ich eigentlich nicht die Bibel eingesetzt? Das sind Fragen über Fragen, ne? Hältst du die ganze Zeit die Bibel und dann machst du sowas. Full Health Pille mitnehmen, ganz klar. Also opens Boss Rush. Okay. Blue Worm. Ein Super Secret Room. Okay. Ohne Kiste. Komm, Bumbo, nimm dir was. Werd groß. Oh, hängen geblieben. Jetzt sind sie wieder alle weggefressen. Ich brauche die doch gar nicht mehr. Armer Bumbo. Sollte man dann jetzt vielleicht doch reingehen? Ja, ich habe Dark Bomb, dann gehe ich da jetzt rein. Scheiße. Scheiße. Ich hoffe, die machen so ein bisschen auf Guppy. Kannst du bei Hasch noch was ausgeben? Nee, nix Hasch. Vergiss es. Oh ja, ja, ja. Okay, ist nicht so ein Drama. Ich habe gedacht, es wäre schwerer. Komm, Bumbo, für dich. Danke. Ja, der Damage ist ein bisschen mau noch.
XL wieder oder so? Nee. Krass. Fuck. Danke. Ey, die haben den so gebufft, der kommt so oft, das ist so fies. Gut, Bumbo regelt das. Danke, Bumbo. Nein! Und kein Devil Deal. Unglaublich. Bumbo. Bloat ist eigentlich gar nicht so schlimm. Du musst halt nur langsam machen und super konzentriert sein. Aber klar, ist natürlich schlimmer als Pin. Trotzdem noch auf. Oh, jetzt müsst ihr echt aufpassen mit dem Bumbo-Typen, ne? Wenn er die Bomben da legt. Komm, Bumbo. Danke. Hallo. Cancer. Mal gucken, wie sich das jetzt auswirkt hier. Muss ich machen, ne? Können wir machen. Bisschen Speed-Up ist gut. So. Ja, nee, Hasch ist nicht drin. Vergesst's. Ich habe keine Orbitals. Außer, nee, ich habe gar keine Orbitals. Ohne Orbitals. Oh, Wahnsinn. Tja, Chaos halt, ne? Fluch und Segen zugleich. Ich hätte eigentlich gerne nur noch rote Herzen jetzt. Würde mir eigentlich reichen. Oder einfach viele Herzdrops wären auch in Ordnung. Der kleine Bumbo-Sack ist schon fies, ne? Legt er den halt einfach Bomben vor die Füße. Das ist schon hart. Ach, ich kann auch nicht fliegen. Kacke. So, das ist gut. Keine Spinnenspawns, bitte. Danke. Nee, gestern, unlucky, das stimmt nicht ganz. Gestern hatte ich schon direkt nach Mom. Warum auch immer. Entweder ist es auch noch ein bisschen buggy oder... War ganz dubios gestern.
Oder war das vorhin mit Maggie auch? Krass, weiß ich gar nicht mehr. Ach, fuck. Paralyse, ne? Ja, ich meine, gestern wäre es auch schon gewesen. Ach komm, Herzchen, ich will Full Life haben. Herzchen! Nö. Okay, ich versuch's. Nein, Spaß. Es trauben keine Herzchen. Jetzt aber, komm. Okay. It's drowsy. Okay. Judgment. Schön getriggert und dann weggebasht. Komm schon. Stopwatch-Effekt in dem Raum, wo die Pille einsetzt. Okay. Auch cool für den Boss, ne? Plutoni! Du bringst mir aber nichts. Oh doch, der geht ja dahin. Nein, nein! Oh gut. Okay. Okay. Ich brauche jedes Leben für den Endboss nachher. Wenn ich so weit komme überhaupt. Diese Holy Light Armada. Oh mein Gott. Gut. Ja, genau. Ja, Dark Bomb war Weltklasse. Gut, ich habe vorher aber auch dann zum Beispiel, wenn du so siehst, Pech gehabt mit, Cursed Eyed Shot. Ach, dumm. Also mit den Herzen im Raum, ja, das stimmt. Tschüss. Immer noch keine Void. Vielleicht geht's nicht immer. Vielleicht kommt die Void nicht immer. Keine Ahnung. Curse of the Blind. Danke.
süß, ne? Machen wir so. Obwohl die Delirium-Ebene nochmal klären, bringt natürlich auch noch einen Haufen Items, ne? Naja. So, gut. Okay, wir sind sick stark. Das ist alles gut. Ich bin noch nicht so der Überboss, aber es passt schon. Hat. Aber Stopwatch ist gut. Oh. Gut. Anytime a devil or angel rooms opens after a boss, the other one will also spawn. Oh! After entering one of the doors, the other will disappear. Oh cool, oder? Sehr geil. So. Ja, jetzt bringt's nichts mehr, das stimmt. Och Mann. Das wird bisher der schwerste Run auf Delirium. Und jetzt so stark. Fehlt halt Guppy, ne? Dran denken nachher. The Brownie. Sehr schön. Der heilige Mantel. Of Doom. Holy Mantel ist auch schon mal gut. So, und jetzt den Pisser da unten. Gut. Harter Raum. Das ist der Boss. Ich mache aber erstmal die Ebene noch clear. Ich weiß, dauert lange, aber ich will ja so stark werden wie möglich.
Das ist halt krass, wenn Holy Shot trifft, ist halt instant down alles. Wenn Holy Shot nicht trifft, bin ich nicht so stark. Oh, Holy Mantle triggert die Stopwatch. Ich auch nicht, das ist ja cool. Das hätte ich erst nachher aufnehmen sollen, nicht Depp. Holy Mantle triggert die Stopwatch. Oh, warum nicht? Okay, komm, gib mir noch ein Herz hin. Nein. War hier noch was? Ach, können wir auch mitnehmen. Komm, scheiß drauf. Dead's Key ist wurscht. Oder gibt's Dead's Key? Ich habe das noch nie beobachtet. Gibt das vielleicht noch ein Luck-Up oder so? Nein, können wir mal mitnehmen. Na. Macht einfach nur Mega-Satan-Tür auf. Okay. An die Elgis-Rune gleich denken. Mir ist die Tour of Hearts eigentlich sogar lieber. Hätte ich können eigentlich Elgis jetzt einsetzen, ne? Ich depp. Kommt nix. Kommt kein Weg nach unten. Keine Ahnung warum. Scheiße, ne? Dann machen wir noch Mega-Satan. Ist das auch wieder buggy oder gibt es da irgendeinen tieferen Sinn dahinter? Das ist ja kacke, weißt. Da legst du deinen ganzen Rand drauf aus. Das ist doch scheiße. Da muss man doch jedes Mal Hasch machen und manchmal hat man einfach zufällig Glück, dass es doch irgendwie aufgeht. Ja, aber das war ja Blödsinn, ne? Ich glaube, es ist ein Bug. Könnte natürlich sein, ja. Aber spätestens der Chest müsste doch auftauchen. Oder du musst halt wirklich jedes Mal zu Hasch. Aber das wäre ja übelst sick. Ja, ich habe es jetzt mit Isaac, Maggie und mit gut, der ersten, mit Bethany. Bethany, ne, heißt die. Mit Bethany. Heißt die Bethany? Nee, Apollyon. Mit Apollyon habe ich es normal gemacht. Über Hasch. Da habe ich es ja freigeschaltet. Und mit den anderen beiden habe ich es einmal über Wurms und einmal über, keine Ahnung. Was war es denn mit Maggie? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ah, der Dings hat, der Devil hat es geportet. Das ist ja schön. Geportet, gepostet. Thank you.
lese mir gleich durch, Devil. Ach, nach Mega-Satan geht das. Okay. Vielleicht. Okay, ich muss mir das gleich mal durchlesen. Wäre echt schade. Oder auch nicht. So. After unlocking the void, the portal can then appear after every major boss, starting with Mom's Heart, even if the Hush was not defeated in that run. The deeper the boss, the higher the spawning chance. The following values are estimated. 15% for Mom's Heart, 15% after Cathedral Shoal, 20% after Chest Darkroom, 50% after Mega Satan, defeating Hush will still guarantee entrance to the Void. Okay, alles klar. Das heißt, versuchen Hush zu machen, ist sinnvoll, ansonsten aufs Glück hoffen. Okay.